Ja, was erwarte ich vom heutigen Spiel? Als Aufsteiger wissen wir absolut, wo wir stehen. Da brauchen wir uns gar nichts vormachen. Die Oberliga, ENBW Oberliga ist für uns eine Wahnsinnsherausforderung. Diese Saison ist sehr, sehr schwer und wir haben 4 Punkte, darauf sind wir schon recht stolz, weil am Anfang der Saison lief es recht gut. Jetzt hatten wir 2 Spiele in Folge, wo wir Rückschläge bekommen haben, aber die bringen uns nicht um und wie gesagt, wir wissen, wo wir hingehen zu jedem Spiel. Waldhof Mannheim, der Name allein, wir spielen Landesliga mit unserer ersten Mannschaft, der einzigste Verein wahrscheinlich in der ganzen Oberliga, wo mit der ersten Mannschaft in der Landesliga spielt, alle anderen Vereine weitaus hoch. Höherklassiger und daher, wir können uns absolut einschätzen und wissen, dass wir hier der absolute Underdog sind. Wir spielen ja heute in der Oberliga gegen FC Emmendingen. Nachdem wir letzte Woche verdient verloren haben, wollen wir hier heute zu Hause wieder nachlegen, wieder punkten. Wir sind zu Hause noch punktverlustfrei. Wir freuen uns hier aufs Spiel heute. Schießt doch! Du! Ja! 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 Ja!
Wir sind Aufsteiger in der A-Junioren-NBW-Oberliga und wir hoffen natürlich in dieser Saison mit unserem Saisonziel Klassenerhalt in der Liga bleiben zu können. Im heutigen Spiel beim Bundesliga-Absteiger SV Waldhof Mannheim haben wir insgesamt gesehen einen sehr engagierten, laufstarken und disziplinierten Auftritt hingelegt und hätten durchaus nach einem 3-0-Rückstand noch das Unentschieden erreichen können. Wäre meines Erachtens auch verdient gewesen. Allerdings haben wir halt in der ersten Halbzeit Schwächephasen in unserem Spiel gehabt, die dann leider auch zu Toren geführt haben. Aber insgesamt kann man mit dem heutigen Auftritt der Mannschaft zufrieden sein. Leider hat sie sich für ihr Engagement heute nicht mit dem nötigen Punkt belohnt. Das Spiel heute gegen Emmendingen hat mal gezeigt, es gibt keine einfachen Spiele in dieser Oberliga. Jedes Spiel muss hart erkämpft werden. Auch wenn wir am Anfang 3-0 geführt haben, haben wir in dieser Phase nicht geschafft, den letzten Schlag nochmal durch ein einfaches Spiel zu Ende zu bringen. Und so ist dann Emmendingen Hut ab, in der zweiten Halbzeit gleich nach der Halbzeit mit dem Anschlusstreffer wieder zurückgekommen ins Spiel und hat gearbeitet und hat gezeigt, dass sie nichts zu verlieren haben und dementsprechend hätten sie beinahe am Ende sehr viel gewonnen. Wir haben uns noch hier dazu gebracht, dass es eine ganz knappe Geschichte war, aber am Ende, ob es für ein 3-2 oder für ein 3-0, gibt es nur 3 Punkte und diese 3 Punkte, die sind Gold wert. Nachdem die Konkurrenz auch Punkte liegen gelassen hat, sind wir natürlich froh, diese Punkte geholt zu haben. War eine super Teamleistung und gut gekämpft, ja. Dementsprechend auch verdient gewonnen.